So, hallo Leute. Heute seht ihr mich mal nicht, aber dafür meine Hände. Ja, es geht hier um dieses Nageldesign. Ich wollte euch einfach mal mitnehmen, wie ich das so mache, weil ich das einfach so wollte. Und ich zoome euch mal ein bisschen ran, damit ihr das vielleicht ein bisschen besser sehen könnt hier. Also es ist halt, ja, es geht halt um diesen Finger. Die anderen habe ich einfach silber gelassen. Ja, und ich würde sagen, jetzt geht's einfach mal los. Und ja, ich mache das natürlich an der Hand. Jetzt ist der Nagel hier leider ein bisschen, also die zwei sind abgebrochen und ein bisschen kürzer, aber naja, ich denke, das ist jetzt auch nicht ganz so schlimm. Also mache ich das jetzt an dem Nagel, am Ringfinger immer. Und die habe ich jetzt einfach alle mal silber lackiert. Da habe ich jetzt zum Beispiel diesen von KIAT hier, diesen silbernen genommen. Ihr könnt halt irgendeinen Silberton nehmen, den ihr möchtet. Und lackiert erstmal eure Finger und die müssen dann halt gut durchgetrocknet sein, die Nägel. Ja, als nächstes braucht ihr, also ich zeige euch erstmal, was ihr alles braucht. Das sind hier so Mini-Tesafilmrollen, extra für Nägel. Die sind halt ganz dünn. Damit kann man dann halt diese Streifen machen. Ich habe die jetzt zum Beispiel von Essence, gibt es die. Die Verpackung ist schon ein bisschen, sieht schon ein bisschen mitgenommen aus, aber ja. Dann braucht ihr noch so Nieten. Da habe ich jetzt zum Beispiel die. Die hatte ich auch mal von Essence. Ich werde dann diese goldenen hier oben verwenden. Wenn ihr die nicht habt, könnt ihr das aber auch mit Nagellack machen. Dann braucht ihr einen schwarzen Nagellack. Ich habe jetzt den hier von P2 zum Beispiel. Dieser Matt-Effekt. Leder-Matt. Aber ich lackiere das eh noch über mit einem Topcoat. Hier von Essie zum Beispiel. Und deswegen bleibt er dann halt nicht matt. Ja, das ist eigentlich... Entschuldigung. Das ist alles, was ihr braucht. Und dann am besten noch so ein Dotting-Tool, damit ihr halt diese... Ja, damit ihr das halt raufsetzen könnt, diese Teile. Mann, ich bin es nicht mehr gewöhnt, so Nageldesigns zu machen. Naja, jetzt geht's mal los. Und zwar braucht ihr jetzt erstmal diese dünnen Streifen. Ich habe mir da schon welche zurechtgeschnitten hier und die packe ich dann einfach so rauf. Ja, wie habe ich es hier gemacht? Einfach halt so schief. Ich muss mal gerade schauen, wie ich das hier so gemacht habe. Dann nehmt ihr euch halt das Ding und macht immer zwei Bahnen. Also jetzt habe ich einmal so zum Beispiel. Man kann das ja gar nicht erkennen. Moment. So, jetzt hat. Also eine so, die andere genau parallel. Ja, so geht's, würde ich sagen. Und die anderen einfach quer rüber. Ist die auch wieder so, dass ihr halt so Quadrate habt. Also ich mache immer vier so Streifen. So. Ja, so sieht es dann jetzt bei mir aus. Es muss auch nicht ganz gerade sein. So gut, wie es halt hinkriegt. Und als nächstes nehmt ihr euch dann den schwarzen Lack und lackiert es einfach über. Zittert ganz schön mit der Hand, merke ich gerade. So, dass wirklich alles bedeckt ist und der Nagellack ist nicht so deckend, wie man sieht. Also deswegen mache ich da noch eine Schicht drüber. Aber einfach gleich hintereinander. Also ich lasse das jetzt nicht großartig antrocknen. So, ja, jetzt ist es am besten, wenn ihr den ja ganz kurz antrocknen lasst und dann die Tesafilmstreifen gleich abzieht. Deswegen puste ich jetzt mal so ein bisschen. Ja, und jetzt reicht es eigentlich schon. Jetzt zieht ihr die, aber halt von der Seite, wo ihr die zuletzt, also ich hatte die zuletzt ja in die Richtung aufgeklebt und da müsst ihr halt drauf achten, sonst zieht ihr euch das ganze Nageldesign wieder ab. So, eins.
andere auch. Zwei. Und dann die auf der Seite natürlich. Wenn ihr zu lange wartet mit dem Abziehen, dann wird es ungerade. Also dann wird es so, ja, dann werden die Linien nicht gerade einfach. Ja, so sieht das jetzt erstmal aus. Es kommt ja schon fast hin. Das geht eigentlich ganz schnell, ne? Dann nehmt ihr euch ja, einen schwarzen Lack oder auch einen anderen, ist eigentlich egal. Packt so ein bisschen davon auf so eine, ja, Verpackung. Ja, so, da habe ich mir jetzt so einen Punkt draufgesetzt. Und dann geht ihr mit dem Dotting-Tool da rein und setzt es dann immer zwischen die Linien. Da, wo sich die überkreuzen, setzt ihr dann halt so einen Punkt drauf. Das dient einfach nur dazu, dass wir jetzt diese goldenen Nieten da gleich raufsetzen können. Hier auch ein. Also bei mir sind es immer vier. Hier ein und noch da ein. So. Und an die Stellen setzt ihr jetzt eben diese goldenen Nieten. Das sind jetzt bei mir die kleinen hier. Jetzt macht ihr die, nehmt ihr natürlich die Seite, mit der ihr nicht gerade die Punkte gesetzt habt. Macht die so ein bisschen nass und nehmt euch da ein, so ein Ding raus. Jetzt habe ich da zwei dran. Jetzt, da muss man natürlich aufpassen. Also so, und das setzt ihr jetzt an die Stelle, an die Stellen, wo ihr halt die Punkte gerade gesetzt habt, immer da, wo sich die Linien treffen. Boah, ich zitter voll mit der Hand. So, und die nächste. So, komm raus. Was ist dann hier? Drückt die so ein bisschen an. Und die nächste Niete. Oh, da habe ich schon wieder zwei erwischt. Da muss ich jetzt ein bisschen vorsichtig sein. Okay. Das mache ich jetzt mal mit dem Finger. Und die nächste. So. Ich hoffe, man hat es erkannt. Ja, jetzt sieht es so aus. Also eigentlich fertig. Jetzt muss aber noch der Topcoat drüber, damit diese Nieten nicht gleich wieder abfallen. Und dann nehme ich halt meinen Essie Good to Go, den mag ich sehr gerne. Pinsel ich mir den einfach so drüber. Zack. Zack. Und noch einmal. Zack. So. Ach, hier an der Seite habe ich irgendwie noch nicht genug. So, fertig ist das Nageldesign. Ja, so schnell geht es eigentlich. Also es ist nicht so viel Aufwand. Für einen Finger geht's. Wenn man jetzt das an der ganzen Hand machen würde, weiß ich nicht, ob mir das so gefallen würde. Aber ja, vielleicht, aber das wäre dann halt aufwendiger. Aber so für einen Finger. Ich zoome euch mal ein bisschen raus, damit ihr das jetzt halt zusammen sehen könnt. Ja, ich finde es ganz schön. Und ja, jetzt lasst ihr das einfach trocknen und fertig ist das Nageldesign. Ja, ich hoffe, dass das Video euch gefallen hat, mal ein anderes. Und ja, ich freue mich natürlich, wenn ihr es nachmacht. Schickt mir gerne per Instagram Bilder, verlinkt mich einfach mit Sweet Jasmin Baby und dann sehe ich die Bilder. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, ihr Süßen. Tschüss.